Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind in den Leyandale und ich versuche nochmal Items zu holen. Ich hoffe die letzten. Zuerst muss ich gucken, was mit diesem Zauber ist. Macht euch nahezu unsichtbar. Was an nahezu unsichtbar verstehen die Feinde denn nicht? Hä? Gerne wissen, was Gegner da dran nicht verstehen. Also ja, ist klar. Letzte Items. Hier oben drinnen liegt ein lila Item in diesem Ding. Ja. Hab mich instant gesehen. Was von wegen macht dich nahezu unsichtbar. Guck, er sieht mich immer noch. Ich habe das neu gemacht. Warum siehst du mich? Ich verstehe es nicht. Alle beide nicht. Ich weiß nicht, wie sie mich angeblich sehen können. Ihr beide euch verpissen? Geht das? Muss ich echt mit dem Bogen erst nochmal herkommen und die wegmachen? Hier, höchste Stelle und... Ja. Oi. Junge. Du jetzt nichts Gutes bist, ne? Wo bist du? Hier, töte mich. Okay. Wissen auch, was da liegt. Ganz vorne, das eine Hausdach fehlt noch und... Aus... Schossen bekommen. So. Also. Wir können durchlaufen, glaube ich. Wo war dieses Ritterhaus, wo wir angekommen sind? Das hier hinten? Da.
Nee, kommt man von hier? Kommt man von so weit hinten? Nein. Da, sieht. Da liegt halt was im zweiten Stock. Schnauze. Au. Von der Wand gerettet. Ist noch Wichtkopf. Kannst froh sein, dass ich zweihändig trage. Tschüss. So, da waren noch Items. Ja, nicht nerven. Nervige Ritter werden nicht eingeladen. So. Jetzt. Also er müsste weggehen jetzt. Hoffe ich. Wo war denn jetzt? War der wirklich hier direkt bei der Kutsche? Genau. Genau so. Mhm. Ja. Gehe ich halt von der Seite rein. Es ist halt da irgendwas. Es muss da irgendwo was sein. Es ist ja da in der Nähe und das ist das einzige Gebäude, was ich betreten kann. Hier hinten war nur der Durchgang. Und warum dieser Zauber so viel schlechter funktioniert als in allen anderen Dark Souls-Teilen? Keine Ahnung. Es ist halt da oben hinten. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ma. Hier ist weiter so nichts. Ich hab echt gedacht, der würde was bringen, der Zauber. Gehe. Tschüss. Da. An der bin ich vorbeigelaufen. Ganz zum Anfang, wo wir angekommen sind. Genau, das ist dieses runde Gebäude, was man von da hinten auch sieht. Nee, von da. Genau. Und von hier aus müsste man auch auf das andere Gebäude drauf kommen können, wo halt noch Loot war. Also auf der Seite. Welches war das jetzt?
Irgendwo war ja noch einmal ein weißer Loot. Ich glaube, der was war das Gebäude direkt neben dem Turm? Oder neben dem? Naja, irgendwo da. Wenn der Zauber irgendwie buggy ist und nicht ordentlich funktioniert. Wenn wir jetzt sehen, ob das hier irgendwo ist. Hast du das? Kannst du mich vor den... Danke. Ja, ich glaube, wir haben da hinten gestanden und hierher geguckt, auf dieses. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, das war das hier, okay. Dann war das schon mal richtig. Das ist eine Markierung, aber ich weiß nicht warum. Das. Welches Gebäude fahren das jetzt? Das nicht. Das muss ganz außen das Gebäude sein. Also da, wo auch die waren. Ich muss da nochmal nachgucken gehen. Das ist das. So, letztes. Bäh. Scheiße. Mein Saft ist alle. Parfümeurrobe. Gucken, ob wir dann hier vielleicht noch rumkommen. Ich hasse dich.
unbedingt gucken, ob es dazu irgendwas gibt, dass dieser Zauber nicht richtig geht. Oder ob das einfach generell irgendwie auf der Schlechter gemacht wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da früher an sehr, sehr viel Zeug mit dran vorbeilaufen konnte. Muss halt der Ring für die Fuß für die Lautstärke der Füße noch. So, warte. Ober der Oberschicht. Aha. Aha. Okay. Guten Tag. Haben wir eine kurze Pause hier? Okay, Pause ist vorbei. Tag, hallo. Und das scheint nur ein Shortcut zu sein. Also es geht in den anderen Todesraum, durch den man durchlaufen musste. Nur ein schottiger Shortcut zu sein. Okay. Dann können wir wieder gehen. Beim Runterfahren gucken wir. War das in dem Gebäude im zweiten Stock, wo noch Loot lag? Ganz am Rand, genau. Wir sind ganz am Rand. Okay, wir dahin aber gar keine Ahnung. Okay, die stört es auch einfach nicht, dass ich existiere. Nö. Nö. Für die ist das okay. Hier kann ich auch wieder ganz normal runtergehen. Das war nur den Seitenausgang. So. Und das. Krache. Warte, das musst du trinken, genau. Keine Sorge, das war gerechtfertigt. Die hat mich schon 3 oder 4 Mal gekillt. Also genau diese, die hier spielt. Weil ich mir gedacht habe, du rennst da 3 oder 4 Mal in dieselbe Person rein. warte, Daune. Schon wieder alle. Mein Juice ist schon wieder alle. So. Letztes Mal darum oder darum, genau.
dazwischen bewachen. Die da vorne warten, die. Da müssen wir irgendwie hinkommen noch. Oder ich würde es lassen. Soll das lassen, habe ich gesagt. Ist halt dieses Gebäude. Das wäre so geil gewesen. Ja, dann halt nicht. Dann fehlt uns jetzt im Ganzen das Item. Das Item auf jeden Fall fehlt dann. Dann der letzte Ort, wo wir noch gucken können. Da. Da waren wir an der Seite, da war das Tor zu, aber wir sind nicht andere Seite hochgegangen. Genau, weil es der verfolgt hatte. Wir können aber auch. Ja, kann nichts rufen. Hier. Okay, Morgenstern Faust. Wo kann man? Ja, ins Gesicht da habt. D und E Skalierung, fast das Schlechteste, was geht. Warum gibt es so viele schlechte Skalierungswaffen? Ich verstehe es nicht. Ja. Okay. Ja, dann wären wir durch. Ist jetzt nichts weiter. Wo wir noch was gucken könnten. Das heißt, wir haben jetzt ein Gebiet mal richtig gründlich durchsucht. Aber ein paar Sachen kommen wir halt nicht ran, weil ich es nicht weiß. Ist auch erst Montag, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. 4 Tage ist das Spiel draußen. Für mich jetzt gerade während der Aufnahme. Ja, und das Video kommt eine Woche später oder so. Bis dahin wird es wahrscheinlich schon eine Map, whatever, für alles geben. Aber im Moment leider nicht. Es gibt zwar so ein paar kleine Videos, wo Leute Stuff erkunden, aber
Das ist halt, ich gehe in Dungeon, Katakomben, Mine XY und mache da den Boss. Und nicht, ich bin jetzt in dem Gebiet und mache 100% das Gebiet durch. Leider. Jo, dann würde ich sagen, wir sind hier endgültig fertig. Da kommen. Und ich glaube, wir machen schon was in Richtung Ende. Aber wir müssen hier noch irgendwie was machen auf dem Stück. Da war ich zwar schon, weil ich mir da den Hund geholt habe, der unseren Boss mal so wegverschnabuliert hat mit seinem Gift. So, wo ist hier die offizielle Straße? Wir kennen das nicht. Entlassen? Danke. Okay. Hier ist die offizielle Straße. Als ob da einfach so liegt. Hä? Nee, ich habe mich hier verlaufen. Kann das? Nee, scheint doch richtig zu sein. Nerv mich jetzt weiter. Dann war das doch der Weg. Ah, ich habe dieses Leuchten, was hier ist, für ein Licht gehalten. Also war ich vorhin hier doch richtig. Da bist du. Lass mich doch dieses Ding nehmen. Alles Baits, ich gehe weiter. Fickt euch doch. Das nehme ich, das ist kein Bait. Du kannst mich auch mal, du kannst mich auch mal. Ganz ehrlich, Alter. Die Map auf. Denkst du, hast halt was gefunden, womit du alle Bosse besiegen kannst. Das Spiel sagt, fick dich. Das funktioniert genau bei einem, bei dem du das benutzen, bei allen anderen nicht mehr.
Was ist das? Keine vier Beine? Ah, schade. Jammer, schade. Leuchtet nix. Ah, wäre zu schön gewesen, wenn sie auf beiden Seiten was verteilt hätten. Unten. Tag. Warum sind denn schon wieder hier? You turn back ahead lies the land of the giant and the way forth. Hear me. The burning of the air doing so. Who would dare put you up to most certainly not the fingers. Sie sagt, ich soll nicht weitergehen. Okay, ich habe gedacht, das ist ein kleines Medaillon und nicht so ein viermal so groß wie unsere Hand. Okay, das müsste auch bei den anderen Fahrstuhl vor Lindale passieren, wenn man beide Medaillonhälften hat. Aber keine Ahnung, wo es die dann gibt. Will ja sehen, wenn ich mehr als drei Schläge zweihändig brauche. Uff. Dann werden die Gegner so nochmal stärker. So, da ist das Ding zum Map aufdecken. Toll. Ah ja, was ist mit dem Rest der Map? Hä? Also, warum haben wir nur so... Da ist ein Licht. Da hinten ist... Warum ist der Typ aus Ghost of Tsushima hier? Sollen wir mal fragen gehen?
ob er sich im Spiel geirrt hat. Finally, we meet the Tarnished, who would be Lord. Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. But how would the Lord, crowned so, be looked upon? Chosen, tarnished, and would-be Lord, dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen Tarn, descend into the depths far below. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl, setting you on the righteous path, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erd Tree and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may Chaos, may Chaos! Ich mag ihn. Was bist du? Feuer.